Und damit ein ganz großes Hallo und herzlich willkommen, meine lieben Zockerfreunde, zu einer weiteren Folge vor zum Motorsport. Wir fangen heute den nächsten Cup an, GDM Legenden. Lasst gerne ein Like und ein Abo da, ansonsten wünsche ich viel Spaß. In den späten 1990ern lieferten sich prominente japanische Autohersteller wie Toyota, Nissan, Mazda und Mitsubishi ein Kopf-an-Kopf-Rennen um den Status als Marktführer. Durch die Entwicklung innovativer, hochmoderner Motoren wurden gewaltige Leistungssprünge erreicht. Diese legendären Motoren waren der 2JZ des Supra, der RB26 des Skyline, der Wankelmotor des RX-7 und der 24-Ventil-Twin-Turbo des Mitsubishi GTO. Alle diese Wagen waren ab Werk blitzschnell. Jetzt liefern sie sich ein Rennen darum, wer die ultimative JDM-Legende ist. Und das Ganze findet in 6 Rennen statt. Und ich bin am Überlegen, ich finde den Nissan Skyline halt richtig gut. Wir haben dann noch den Mazda RX-7. Den Mitsubishi GTO und die Supra. Ja, die Supra lächelt mich natürlich auch so ein bisschen an, aber ich bin eher so für den Skyline von der Bewertung her auch das beste Fahrzeug. Ich gucke mal kurz. Ist natürlich wieder Allradantrieb. Spricht mich nicht so an. Wir haben ja die Erfahrung gemacht, ja, mit dem Audi RS4. Deswegen wird es für den 98er, wird es für die Supra, so, wird es für die 98er Supra Toyota Rückantrieb. Kaufen wir uns das Ganze und ich gucke mal zwecks Lackierung. Also ich kaufe mir erstmal und dann gucken wir nochmal wegen einer besseren Lackierung für das gute Stück. So, ich habe mich für diese Lackierung entschieden. Passt so ein bisschen zum ja, zum Rennen, sage ich mal, zum Renndesign sozusagen. Wobei die, ja, kennen wir ja alle irgendwo her, Paul Walker. Fast and Furious. Ja, komm, wir gönnen uns die. Zu Ehren. Und wie es sich gehört, geht's auch nach Japan zu Hakone. Ja, würde ich sagen, los geht's mit dem ersten Rennen oder ersten Training, besser gesagt. Die Fahrt gegen den Uhrzeigersinn ist in Hakone in den ersten beiden langgezogenen Kurven mit den wunderschönen Bergen im Hintergrund extrem schnell. Halte dein Tempo an den Scheitelpunkten konstant. Ja, und sitzen auch auf der anderen Seite. Ne? Drift hier hingelegt, aber trotzdem. Ja, nee. Das war wohl nix. Ja, Mistikaki. Wollte ich ein bisschen zu viel. Muss jetzt hier noch aufpassen. Ich würde sagen, wir sehen uns dann gleich nochmal, wenn es dann nochmal in die, ja, heiße Runde geht. Und da sind wir auf der schnellen Runde. Oder gleich auf der schnellen Runde. Und diesmal bisschen vorsichtiger, aber ansonsten ist das Auto, denke ich mal, soweit in Ordnung.
Müssen halt ein bisschen aufpassen, wenn wir Gas geben. Achso, eine 1,17 wird verlangt. So, und wir haben es noch nicht geknackt, aber fast. Sollten wir eigentlich mit dieser Runde schaffen. So viel war es ja nicht. 2 Zehntel oder 1 Zehntel. Ja, 1 Zehntel. Wir haben schon 7 Zehntel gut gemacht. Also es scheint gut zu laufen mit dem Auto. Mit Überholen wird hier bloß ein bisschen schwierig, denke ich. War noch die verkürzte Strecke. Sekunden gut gemacht und wir haben es gemeistert und dann springen wir zur Startaufstellung. Ich würde erstmal nicht so viel riskieren. Ich würde es mal mit Startplatz 8 probieren. Das macht mir ja schon wieder Mut. Ich habe nämlich ein bisschen in die Startaufstellung geguckt und die Supras ein bisschen weiter hinten. Skyline und Mitsubishi im Spiel getappt. Aber warten wir es mal ab. Muss ja nichts heißen. Wir kommen gut mit dem Auto soweit zurecht. Wir sehen es hier. Gute Beschleunigung. Natürlich vom Handling ein bisschen unstabil. Gesamtzeitstrafe beträgt etwa 1 Sekunde. Aber das ist natürlich heftig. Sechs Runden sind es insgesamt. Immer von der Startplatzierung war das soweit in Ordnung.
Komm, komm, komm. Sollten wir schaffen, Platz 1. Da bin ich guter Dinge. Hier sind wir stark auf der Geraden. Oh, jetzt hat es uns völlig weggedreht. Mist, die Kacki. Weil wir auf den Curb gekommen sind. Drei noch. Das ist sehr ärgerlich. Keep pushing, heißt es jetzt. Wo kommt der Film her? Der pusht ja auch ordentlich. Okay, das fährt erstmal, wird erstmal nichts. Letzte Runde. Mit Platz 1. Jetzt wird es hier noch ein bisschen nebelig. Ich weiß nicht, ob wir den da vorne noch cashen können, aber nee, ich glaube nicht. Aber Platz 3 für den Anfang ist erstmal gar nicht so verkehrt. Wir haben ja insgesamt 6 Rennen diesmal.
Ja, ansonsten eigentlich kontrolliert gefahren, außer halt der eine Fehler. Erstmal Platz 3, Leute. Gute Arbeit da draußen. Wir sind auf P3 gelandet. Und dementsprechend in der Gesamtwertung Platz 3. Und als nächstes geht's nach Mugello. Da könnte man dann natürlich bei Start und Zielgerade gut vorankommen, hoffe ich. Ich bin auf jeden Fall gespannt. Wenn es euch gefallen hat, würde ich mich gerne über ein Like und ein Abo freuen. Ansonsten sehen wir uns mit der nächsten Folge wieder. Also Leute, bis dahin und ciao, ciao.